Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 23. August. Heute dabei Google Home, Google Assistant, Walmart, DJI Spark, IKEA Trad-Free und LinkedIn. Ja, Google, die werden dieses Jahr wieder neue Hardware vorstellen. Das ist ja kein großes Geheimnis. Diverse Smartphones, also Pixels und Chromebooks werden erwartet. Aber es wird auch erwartet, dass ein Google Home Mini vorgestellt wird. Und der soll dann gegen den Amazon Echo Dot antreten. Das normale Google Home ist ja eh schon günstiger als der normale Amazon Echo. Aber natürlich der Echo Dot für einen Preis halt plus minus 50 bis 60 Euro ist natürlich ein Killer. Und den empfehle ich halt auch immer zum Start in Sachen Smart Assistant, Voice Assistant für zu Hause. Naja, also Google tritt dagegen an und wir rechnen damit in diesem Jahr noch. Und das zusammen mit den anderen Hardware-Sachen. Weiter geht's aber bei Google, denn die Leute gucken sich ja die Codezeilen genau an und 9to5 Google ist nämlich jetzt durch den Code der Google App 7.1 gegangen und hat dort unter anderem ein Produkt gefunden, das heißt Bisto. Und das wird sogar beschrieben im Code und es scheinen sich um Kopfhörer zu handeln, die einen eingebauten Google Assistant haben. Also ähnlich, in Anführungsstrichen, wie die AirPods von Apple, wo man ja auch mit Siri sprechen kann, scheint Google an einem ähnlichen Produkt zu arbeiten. Also, auch gerade schon mit der Google Home, es scheint so, dass da alles in eine Richtung geht. Hinterher werden die großen Tech-Firmen fast alle ähnliche Produkte haben und man muss sich eigentlich nur für das Ökosystem entscheiden. Und es ist immer noch nicht genug Google. Google hat heute auch eine Zusammenarbeit mit Walmart angekündigt, also dem größten Händler so mit Ladenlokalen der Welt, der in Deutschland ja nicht aktiv ist. Also der war mal kurze Zeit, aber hat sich dann zurückgezogen. Aber ich meine, das ist immer noch ein Riese. Und dort kann man jetzt über das Google Home, über den Google Assistant bei Walmart bestellen. Also auch ganz klar Positionierung da gegen das Angebot von Amazon, dass man halt über die Echo was ordert, kann man dann nun über den Google Assistant bei Walmart tun. Gleichzeitig hat Google seinen Shopping-Dienst Google Express auch frei gemacht. Frei bedeutet also, es gibt keine Gebühren mehr. Vorher musste man Gebühren zahlen. Und jetzt kann man via Google Express bei allen Händlern, die daran angebunden sind, bestellen. Man muss halt nur über den Minimumwert der jeweiligen Bestellung und des jeweiligen Ladens kommen. Vorher hat der Dienst $10 pro Monat gekostet oder 95 im Jahr. Und ja, den halt komplett freizuschalten macht auch absolut Sinn, damit er angenommen wird. So, aber genug von Google. Anderes Thema, Service-Hinweis für die, die eine DJI Spark-Drohne haben. Denn DJI zwingt jetzt alle Anwender, bis zum 1. September ein Firmware-Update der Drohne und auch der Akkus durchzuführen. Und der Grund, es geht halt um die Flugsicherheit und von daher solltet ihr auch alle das Update durchführen, sofern ihr natürlich eine DJI Spark-Drohne habt. Auch ein Update kann man machen, eher in Richtung Hardware für zu Hause, und zwar Smart Home von IKEA. Die IKEA Trad-Free, wie es sich auch ausspricht, Smart Home Lampen Serie, die bekommt nämlich jetzt Zuwachs, und zwar Lampen, LED-Lampen, die die Farbe ändern können. Das war noch eine große Lücke. Und Farbe ändern möchten ja viele, deswegen sind die Hue auch von Philips so populär und die kann man jetzt kaufen. Auf der Webseite waren sie noch nicht gelistet, aber der Kashi vom stadtbremerhaven.de Blog, der war bei IKEA, hat die zufällig gefunden und hat sie auch gekauft. Der Starter-Set kommt mit einer Fernbedienung, einer Lampe und kostet dann 34,99 €. Einzellampen waren bei seinem IKEA nicht verfügbar. Aber wenn die IKEA sie vor Ort schon verkaufen kann, dann gehe ich mal davon aus, dass die auch bald auf der Webseite verfügbar sind. Und dann kann man damit sich nun sein Zuhause auch bunt gestalten. Und zum Ende unserer heutigen Folge kommen wir nochmal zu LinkedIn. Denn LinkedIn macht jetzt auch Video. Wie alle, Video ist das Größte für alle. Entschuldigung. Video bei Facebook, Video bei Twitter und jetzt auch Video bei LinkedIn. LinkedIn ist ja generell nicht die
schnellste Plattform, die es so gibt. Aber jetzt haben sie auch Video erkannt, hatten eh schon einen Testlaufen mit ein paar Nutzern in den Staaten, aber haben es jetzt freigeschaltet und jeder kann über die iOS und Android App nun Video hochladen. Sinn der ganzen Sache ist eigentlich, Videos zum Hochzuladen, die einen zeigen halt, ja, was man halt ist, so eine Art Bewerbungsvideo, weil es ist ja eine Business-Plattform, worüber man sich auch bewerben kann oder man kann halt sein Unternehmen vorstellen. Da sollen jetzt bestimmt keine Katzenvideos hochgeladen werden, aber es hindert auch keinen, glaube ich. Ja, und Video haben sie sich groß auf die Fahne geschrieben. Dementsprechend haben sie auch das Team erweitert. Und es ist ein ganz interessanter Artikel von TechCrunch, der ist natürlich in unseren Shownotes verlinkt, für den, den es interessiert. Und ansonsten, ja, Bergfest Mittwoch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.